Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Food Diary. Heute ist Donnerstag, das Food Diary startet in die neue Woche und ja, es geht wie in den letzten Wochen auch weiter mit dem Abnehmen, beziehungsweise dass ich ein bisschen weniger esse und ein bisschen mehr darauf achte, was ich esse und ja, auch wieder zum Sport gehe. Heute Nachmittag möchte ich auch zum Sport gehen. Ja, wir haben jetzt Donnerstagmorgen. Ich habe eben meinen Freund von der Nachtschicht abgeholt und wir haben Frühstück gegessen und zwar ein bisschen Brot mit Schinken. Und wir hatten auch so zwei Teile vom Bäcker gekauft. Die waren jetzt nicht so mega lecker, aber ja. Ja, und jetzt mache ich mich auf den Weg zur Arbeit. Und ich bin mit einer Birne bewaffnet und ein bisschen Eiweißpulver. Mal schauen, ob ich heute Mittag im Büro esse. Ja, und dann sehen wir uns später wieder. Ach, und ich habe gerade auf dem Weg ein richtig cooles Paket abgeholt. Das werde ich euch auch später zeigen oder morgen. Mal schauen. Und ja, dann sehen wir uns später wieder. Guten Abend, guten Abend. Ich bin, glaube ich, sehr nass geworden, also mein Kopf nicht, aber alles andere. Einer meiner Kollegen meinte heute, das ist der nasseste Regen. Quatsch. Der nasseste Herbst seit Wetteraufzeichnung in Dänemark ist. Also es fehlt irgendwie ein Millimeter, aber ich glaube, der wird diese Nacht dazu kommen. Es ist einfach so nass. Und ja, ich komme heute von der Arbeit. Ich habe heute auf der Arbeit auch gegessen. Und zwar gab es Halloumi als Steak quasi. Und dazu Kartoffeln und Rosenkohl, das war echt ganz lecker. Und dann habe ich dazwischendurch eine Birne gegessen. Und jetzt komme ich gerade nach Hause, wie ihr sehen könnt. Und mein Freund hat gekocht oder ist gerade dabei zu kochen. Und ich freue mich schon. Ich weiß nicht, was es gibt. Eine Überraschung. Aber ich zeige es euch gleich. Und ja, dann sehen wir uns später wieder. Morgen. Inzwischen ist Freitagmorgen und ich mache mich jetzt auf den Weg zur Arbeit. Ich habe heute Morgen auch schon ein bisschen was gearbeitet und auch gefrühstückt und zwar einfach nur so schnell so ein Joghurt auf die Hand. Also Joghurt auf die Hand klingt ein bisschen bescheuert, aber ja, auf jeden Fall Joghurt zwischen Tür und Angel mit Mandeln und ein bisschen Johannisbeer, Konfitüre, Mousse bzw. Kompott und ja. Achso, und ein Freund kommt noch vorbei heute zu Besuch fürs Wochenende. Das heißt, nach der Arbeit werden wir uns wahrscheinlich irgendwie treffen und irgendwas trinken gehen oder so. Das steht noch nicht ganz fest. Aber da freue ich mich auch schon sehr drauf. Er wird bis Sonntag bleiben. Und wir haben auch schon einen Pie vorbereitet für heute Abend als Dessert. Und dann werden wir zusammen kochen und ja, mal schauen, was sich so ergibt. So, bevor ich jetzt zur Arbeit gehe, wollte ich euch was zeigen, was angekommen ist. Und zwar habe ich ein Paket von Little Lunch bekommen, falls ihr das Konzept noch nicht kennt. Und zwar machen die gesunde Mahlzeiten für die Mittagspause. Wahrscheinlich kennen viele von euch das Problem, wenn ihr nicht gerade irgendwie eine Kantine habt. Aber selbst wenn man eine Kantine hat, finde ich, ist Essen halt oft so einseitig. Das hatte ich vor einer ganzen Weile schon mal ausprobiert und fand das Rezept richtig, richtig cool. Weil ja, viele wahrscheinlich auch von euch das Problem kennen, dass wenn man sich was mit auf die Arbeit nehmen will, man nie so richtig weiß, okay, was denn, und dann ist auch keine Zeit, was Richtiges vorzubereiten. Und wenn man diese Gläser hier zu Hause hat, ist halt echt super praktisch. Und ich kriege hier eigentlich im Büro Essen. Das habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen, aber ihr habt vielleicht auch gesehen, dass ich oft nicht so happy bin mit dem, was es gibt. Also es ist so 50-50. An manchen Tagen ist es richtig lecker und manchmal ist es halt so lala. Und für die so lala Tage könnte ich mir halt zum Beispiel jetzt immer das mitnehmen, was halt super ist, weil sonst gehe ich halt immer zum 7-Eleven um die Ecke oder zum Bäcker. Und es gibt auch einen Rabattcode, der lautet BARBARALOVE15, mit dem könnt ihr 15% sparen aufs komplette Sortiment. Und es wird auch demnächst die Wintersuppen geben. Vielleicht sind die jetzt sogar schon verfügbar. Ich habe ja auf jeden Fall schon welche im Paket, aber ich denke, dass die jetzt in den nächsten Tagen auch online kommen werden. Ja, ich sehe hier gerade, sind auch echt mega leckere Sorten dabei. Ich glaube, dass das hier mein Favorit sein würde, Thai Curry. Das werde ich auf jeden Fall bald ausprobieren. Und ja, es gibt auch auf jeden Fall einige vegane Varianten. Also wenn ihr euch vegan nennt, dann ist auf jeden Fall auch was mit dabei. Also ich finde das Rezept richtig, richtig cool. Schaut euch gerne mal die Website an und falls ihr was bestellen möchtet, dann nutzt meinen Rabattcode BARBARALOVE15. Und ja, ich mache mich dann gleich auf zur Arbeit. Ach, und ich habe gesehen, es wird nämlich immer am Anfang der Woche das Menü veröffentlicht, was es in der Woche geben wird in der Kantine. Ich glaube, ich kann direkt Gebrauch machen von meinen neuen Lunch-Eintöpfen und Suppen hier. Okay, this becomes too much now. That's good, I will take that.
ich melde mich auch nochmal. Im Moment ist ja unser Freund zu Besuch und wir haben am Freitagabend super, super lecker Champignonpasta gegessen, beziehungsweise nicht Champignonpasta, aber Pilzpasta. Also einfach Tagliatelle mit ein paar unterschiedlichen Pilzen. Und haben dann noch so ein bisschen Cocktails selbst gemacht, beziehungsweise Drinks. Und ja, hatten einen sehr, sehr schönen Abend und haben als Nachtisch eben diesen Pie gegessen. Und gestern sind wir einfach so durch die Stadt gelaufen. Wir haben erstmal gefrühstückt bei Lille Bakery. Da waren wir jetzt ja die letzten Wochenenden immer. Das habt ihr wahrscheinlich auch schon gesehen in meinen Videos. Und zwar ist das so eine kleine Bäckerei ein bisschen außerhalb von Kopenhagen. Auf den Refshalöen. Das ist so eine kleine Insel, wo immer so ein Food Market stattfindet im Sommer. Und da ist eben so eine richtig coole kleine Bäckerei. Und da kann man halt auch sitzen und frühstücken. Und da haben wir Sauerteigbrot gegessen und so ein paar bisschen kleine Kuchen und so. Die hatten nicht die ganze Auswahl da, weil irgendwie eine Lieferung ausgefallen ist. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, war das sehr, sehr schön. Dann sind wir einfach ein bisschen durch die Stadt gelaufen, durch verschiedene Museen und haben dann beim SMK, das ist das Museum für Kunst, also staatliche Museum für Kunst. Und die haben auch ein richtig cooles Bistro Café und da haben wir dann noch ein Stück, was heißt ein Stück, ich glaube das war mit Rose, so eine Art Zimtschnecke mit Rosengeschmack und Zucker obendrauf und die haben auch so einen ganz bestimmten Saft, Apfelsaft mit Thymian, den haben wir auch getrunken, sehr sehr lecker und dann hatten wir ziemlich schnell schon wieder Hunger, irgendwie wenn wir so durch die Stadt laufen, sind wir die ganze Zeit nur am Essen und sind dann Pizza essen gegangen, wollten eigentlich Burger essen, aber dann gab es irgendwie nichts Cooles, wo man drin sitzen konnte, es war super kalt. Und dann sind noch ein paar andere Freunde vorbeigekommen und wir haben gekocht und zwar haben wir einfach so ein bisschen, wir wussten nicht so richtig, was wir kochen sollten, hatten noch alles überlegt zu bestellen oder essen zu gehen und haben dann aber einfach so ein bisschen so kleine Snacks vorbereitet, so eine kleine, ja, Snackplatte quasi mit ein bisschen Brot und Schinkenkäse. Dann hatte mein Freund zuletzt so Bohnen gemacht in Rosmarin und Knoblauch, die haben wir gegessen. Und einfach so kleinere Sachen und danach eine Pilzsuppe. Und was hatten wir denn als Nachtisch? Vielleicht hatten wir gar keinen Nachtisch. Doch, Tiramisu. Wir hatten Tiramisu als Nachtisch und sind dann noch ein bisschen weggegangen zusammen. Und ja, jetzt haben wir Sonntag. Heute Morgen haben wir einfach nur so ganz kurz was gegessen, noch ein bisschen Kuchenreste und so. Und gleich werden wir uns auf den Weg machen zu Freunden. Die besuchen wir auch fast jedes Wochenende und wollen einfach so ein bisschen chillen. Vielleicht machen wir Pancakes oder gucken Filme oder chillen einfach mit deren Kindern. Die haben nämlich zwei kleine Kinder und das ist dann immer sehr gemütlich. Ja, mal schauen, was passiert. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns später wieder. Guten Morgen, es ist jetzt Montagmorgen, kurz nach 8 und ich mache mir jetzt auf den Weg zu einem Event. Das ist so ein Social Media Event irgendwie heute Morgen mit Frühstück, da freue ich mich schon drauf. Statt irgendwas von Croissants und Kaffee, bin ich mal gespannt. Und ja, danach werde ich mich aufmachen zur Arbeit. Gestern Abend haben wir dann noch Sushi gegessen, nachdem wir bei unseren Freunden waren und ein paar Süßigkeiten. Und ja, bei unseren Freunden gab es noch Crepe vorher. Wir hatten nämlich eine neue Crepe-Pfanne gekauft. Richtig, richtig cool. Und dann mussten wir die natürlich ausprobieren. Haben einfach Crepe gegessen mit bisschen Kakao und Zucker und Zitrone und Marmelade und so weiter. Und noch ein bisschen Rest Tiramisu von Samstag. Ja, und jetzt wird mir gerade super warm in der Jacke. Deswegen mache ich mich jetzt auf den Weg. Home sweet home. Ich bin zu Hause. Nach einem relativ langen Arbeitstag. Wir werden gleich was kochen. Und zwar Spaghetti Carbonara. Das habe ich schon sehr, sehr lange nicht mehr gegessen. Und heute Morgen habe ich ja den Croissant gegessen. Dann gab es auf der Arbeit sogar mal was relativ Leckeres. Und zwar Blumenkohl-Curry mit Kichererbsen und Apfel drin. Und der Salat davor war auch mega, mega lecker. Die haben wirklich mal so coole Salate. Super kreativ, irgendwie so auch mal zur Jahreszeit angepasst und so. Richtig cool. Also eigentlich habe ich gar nicht so richtig viel Hunger. Aber ja, zeige ich euch jetzt unser Abendessen. So, ich bin gerade nach Hause gekommen. Ich
bin so müde. Ich habe gerade eine Freundin getroffen in der Stadt. Super witzig. Ich wollte so ein paar Erledigungen machen. Hatte eigentlich voll die mega lange To-Do-Liste, was ich heute Abend machen wollte. Buchhaltung, Video schneiden, anderes Video drehen, also ein Teil davon. Packen für morgen. 1000 Sachen. Was einkaufen gehen, dann noch ein Paket wegbringen. Also eigentlich eh schon viel zu viel, um das an einem Abend zu machen. Und dann habe ich sie halt gerade getroffen, als ich gerade was in der Stadt gekauft habe und wollte eigentlich schon wieder los. Und dann hat sie mich gefragt, ob wir nicht was essen gehen wollen. Und dann habe ich ungefähr nur eine Millisekunde überlegt, eigentlich überhaupt nicht. Und habe einfach direkt spontan ja gesagt, weil wenn ich eins im Leben gelernt habe, dann, dass man solche Situationen einfach immer nutzen sollte. Und alles andere klärt sich dann eh von selbst. Und ja, dann hatten wir einen richtig schönen Abend, haben jetzt irgendwie 2-3 Stunden zusammen gesessen und gegessen, gequatscht. Und wir waren bei so einem Asiaten, wie hieß denn das jetzt? Irgendwas mit Wok. Ich habe so eine Nudelpfanne gegessen mit Shrimps und vorher haben wir Frühlingsfrauen gegessen und in so einem Blatt gebackenes Hähnchen. Und ja, jetzt gerade esse ich ein halbes Teebirkes, das ist noch von heute Morgen übrig. Ich weiß gar nicht, ob ich heute Morgen, ich habe heute Morgen überhaupt nichts gesprochen. Es kommt mir so vor, als wäre heute Morgen irgendwie schon 3 Tage her. Also heute Morgen war ich kurz beim Arzt und dann habe ich auf dem Rückweg, weil ich nämlich meinen Schlüssel vergessen hatte. Eigentlich wollte ich direkt vom Arzt ins Büro. Ich habe aber meinen Schlüssel vergessen, beziehungsweise irgendwie verlegt und habe dann den von meinem Freund genommen. Lange Rede, kurzer Sinn. Auf dem Rückweg habe ich Frühstück mitgebracht und zwar von einer unserer Lieblingsbäckereien hier um die Ecke. Einfach so ein Brötchen jeder und ein Teebirkes. Das ist quasi eine Art Croissant. Ich hatte das gerade ein bisschen komisch, weil alle Krümel gerade runterfallen. Das ist so eine Art Croissant mit, aber eigentlich ein milderes Croissant, also nicht ganz so fettig. Mit so einer ganz leichten Glasur, die so hart drinnen ist und hart draußen. Und dann Mohn, wie man sehen kann. Ja, aber heute Morgen haben wir es dann nicht geschafft zu essen, weil es dann doch irgendwie viel war, weil wir auch noch ein Pain au Chocolat hatten. Und dann heute Mittag im Büro gab es so eine Art Schweinshaxe oder sowas mit rote Beete. Das war eigentlich sehr, sehr, sehr lecker. Und dann habe ich zwischendurch noch eine Birne gegessen. So war es meine kleine Süßigkeit heute. Ich wusste nicht, dass ich dann doch nochmal was anderes Süßes noch essen werde. Und ja, jetzt haben wir 10:30 durch. Oh, wir haben schon 10:50. Und ich werde mich jetzt an meine To-Do-Liste machen, weil wir morgen nämlich nach Schweden fahren werden. Das hatten wir jetzt so geplant, also das ist längeres Wochenende. Und deswegen muss ich noch so ein bisschen was vorarbeiten. Also ich werde auch ein bisschen was dort arbeiten auf jeden Fall. Aber ich wollte jetzt halt so das Größte schon mal weg haben. Und ein paar Sachen muss ich auch noch fertig machen. Von daher wird das jetzt eine halbe Nachtschicht. Deswegen quatsche ich jetzt nicht lange, sondern lege mal los mit allem, was ich so zu tun habe. Mal sehen, wann ich durch bin. So, inzwischen ist der nächste Morgen und ich habe ganz vergessen, gestern das Food Diary zu beenden, weil heute ein neues startet, wenn wir jetzt nach Schweden fahren. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut gerne mal bei Little Lunch vorbei und nutzt meinen Rabattcode. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns ganz bald wieder mit einem Food Diary aus Schweden, denke ich. Und ja, macht's gut und bis dann.